uns erstmal dieses Love, dieses Date an. Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns heute wieder ein Date an von Love. Ja, letztes Mal mit dem Sammy Tunzi ging es heiß her. Die haben sich rumgezüngelt bis zum geht nicht mehr. Wir sind live auf Twitch. Erster Link im Bio, kommt gerne in den Stream rein. San Diego, Dankeschön für den Verschenken. Here we go, Hamoudi. Dankeschön für den Verschenken, Hamoudi. Korrekt. Also ja, schon Toilette. Attraktiver als ich sag mal, geht das überhaupt nicht? Das ist doch 24 Tim, oder nicht? Oh. Ja, okay, nein. Also es gibt ja so diese Regel, wenn man nicht gut küssen kann, ist man auch nicht gut im Bett. Um das herauszufinden, darfst du tasten. Ah, ist nicht 24 Tim? Warte mal, was hast du gesagt? Ich kenne sie einfach, ist ja so rare. Woher kennt ihr euch? Wir hatten so... Also seid ihr theoretisch potenzielle Partner für den jeweils anderen? Hä, warum haben die jetzt schon gespoilert, Digga? Okay. Ich weiß nicht, magst du anfangen, so Ladies First-mäßig, oder? Ich kann gern anfangen. Hi, ich bin Edda. Was? Edda? Ich heiße Jonas. Ich bin 25 Jahre alt und komme nicht ursprünglich aus Berlin, aber ich wohne seit 6 Jahren in Berlin. Sorry, ich muss ganz kurz nachfragen, war das Edda oder Ella? Edda. Edda, okay. Ja. Okay. Wie müsste ich aussehen, damit du beeindruckt bist? Boah, das ist keine leichte Frage. Ich sag schon, ich find's ganz attraktiv, wenn die... Boah, der hat ja richtig seine Beine rasiert, der Bre. Wenn die Person ein bisschen sportlich ist, weil ich einfach irgendwie so die... Ich mag das, wenn eine Person die Ambition hat, Sport zu machen. Aber das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ansonsten, kann es super schwer sagen. Also es ist voll unterschiedlich. Manchen Leuten stehen zum Beispiel Tattoos und Schmuck und so. Ist es seine Schwester? Andere Leute sind da vielleicht nicht so. Ja. Hast du da einen speziellen Typ? Ich kann dir tatsächlich eigentlich fast zustimmen. Also ich finde es auch super, wenn eine Person halt auf sich achtet, also ein bisschen gepflegt ist, Sport macht, halt was für ihren Körper tut, dass man halt merkt, die lässt sich nicht komplett gehen. Das finde ich eigentlich echt super. Am Ende ist es schon oft so, dass ich das Gefühl habe, ich ertappe mich dabei, dass ich dann doch irgendwie so eine Art Typ habe. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwie landet man am Ende doch irgendwie bei so, bei so ähnlichen Personen immer. Ja, und das finde ich irgendwie ganz, ganz witzig. Aber, aber so unfreiwillig, also gar nicht so mit Absicht. Unfreiwillig. Dann auf einmal so, und dann denkst du so, hä? Ich will übrigens jetzt gerade schon mal sagen, weil ich das ja in einem anderen Video gesehen habe, es gab ja so eine Singaufgabe oder so und ich werde nicht singen heute. Nee, ich habe das auch gesehen, aber da bin ich raus, mir fällt auch nichts ein. Perfekt, das ist gut. Okay. Ach scheiße. Rieche ich nach Eau de Toilette oder nach Toilette? Finde es heraus. Finde es heraus. Okay. Wie machen wir das? Ihr könnt ruhig so ein bisschen euch nach vorne beugen, keine Sorge. Okay. Bruder, ich dachte, das letzte Date war so geil. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, Delarue TV, die Reaction ist online. Also bis jetzt, Bruder, ich schlaf gleich ein, Cousin. Okay. Ich frag mich aber, warum haben die das vorher schon aufgelöst? Ich hab auch Angst. Ich glaube, wir schlagen uns die Köpfe ein. Okay, du gehst auf deine linke Seite. Auf meine linke? Ja, und ich gehe auch auf die linke, oder? Okay, ja. Jetzt sieht es aus wie Hunde. Okay. Oh mein Gott, die Kerze ist direkt hier, ne? Jetzt wäre fast abgebrannt gerade. Ich habe die Hitze gespürt. Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Oh. Also ich... Ja, schon Toilette. War das schon gemein? Das ist hier so weißt du, was ich... Darf ich kurz was dazu sagen? Ich habe das heute Morgen das letzte Mal gemacht. Ja, okay. Aber heute es Morgen ist, das letzte Mal, okay. Aber du hast gut gerochen. Darf ich das sagen? Du hast auf jeden Fall gut gerochen. Dankeschön. Ich habe es gerade schon... Ja, nee. Ich fand's auch gut. Also dafür, dass heute Morgen das letzte Mal so akzeptabel. Okay. Okay, ist okay. Toilette geht durch, ne? Ich habe irgendwie finde ich es voll weird, weil... Ich habe das Gefühl, ich kenne dich, aber ich kenne einfach keine Edda und ich kenne auch keine Edda, die 21 aus Berlin kommt. Das ist irgendwie so. Ja, dann kennen wir uns vielleicht nicht. Würdest du eher mit jemandem zusammen sein wollen, der mehr oder weniger attraktiv ist als du? Attraktiver als ich, sag mal, geht das überhaupt nicht Spaß? Oh, ja, okay, nein. Es ist so voll weird. Ich habe gerade vor, wenn man mich nicht kennt, einfach wie dumm ich in diesem Interview jetzt gerade schon wirke, in diesem Gespräch. Ach, echt? Ich finde, das ist noch aushaltbar. Okay. Das ist noch in Ordnung, ja. Echt? Also mir wäre es nicht wichtig, dass ich attraktiver als meine Partnerin bin. Oder wie ist es bei dir? Naja, ich glaube, das hat halt was mit Wahrnehmung zu tun, wie man den anderen wahrnimmt. Also ich glaube, man nimmt den anderen immer attraktiver wahr als sich selbst. Würdest du auf einer Skala von 1 bis 10, könntest du dich einordnen, wie gut du aussiehst? Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich glaube, ich bin so eine 8. 8? Das ist eine gute Antwort. Ich sage über mich selber, würde ich auch ungefähr 8 sagen? Ja, ein bisschen Luft nach oben lassen. Cool, die Fragen werden spicy. Oh Gott. Entscheide dich, wärst du lieber ein guter Küsser oder gut im Bett? Also es gibt ja so diese Regel, wenn man nicht gut küssen kann, ist man auch nicht gut im Bett. Ah, krass, ist das so eine Regel? Ja, also das habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, du wirst ja, hast ja auch... Aber man hat ja in der Regel, also man geht ja auch eigentlich nicht mit jemandem ins Bett. Warte, wenn sie Maske runternimmt, Reddys, dann will ich von euch, dass ihr sie bis 1 bis 10 schätzt, okay?
wenn ich mich küssen kann, oder? Doch, also das könnte natürlich schon passieren. Das kann schon passieren, ja, okay, schon passieren. Okay, ich merke schon. Oh, okay. Ich glaube, ich würde lieber gut. Aber ehrlich, nicht unfair, nicht gemein sein, voll ehrlich, Hand auf Ackellau oder auf Herz legen. Voll ehrlich, so ein Dreddys. Regel, die stimmt natürlich, die du gesagt hast. Und ich bin ein guter Küsser, aber dann im Bett halt eine volle Enttäuschung so. Und das ist dann immer schon einfach bitter, deswegen. Ja, bei mir ist es dann so, die Leute haben richtig hohe Erwartungen. Dann werden sie enttäuscht, bei dir ist genau andersrum. Bin ich attraktiv. Um das herauszufinden, darfst du tasten, riechen und auch schmecken. Warte mal, was hast du gesagt? Falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Wartet, bis ihr die Maske runternimmt. Wenn ihr dabei sein wollt und ein super spannendes Date erleben wollt, dann meldet euch einfach. Bin ich attraktiv, um das auszufinden, dass so Tasten riechen und auch schmecken? Dieses Schmecken mir genau so, so das richtig. Das hört sich ganz falsch an. Ja, also, aber klar, man kann alle Sinne natürlich einsetzen. Ja, ja, super. Also Tasten. Das ist, glaube ich, in Ordnung, oder? Okay, warte. Ihr seid genau gegenüber. Wo sind deine Hände? Warte. Das ist aber... Sorry. Okay, jetzt habe ich es. Ja. Perfekt. War super, du hast auch nasse Hände. Finde ich perfekt. Okay. Ist auch super Wetter dafür. Was mag du? Ich schau mal, trägst du Schmuck? Bisschen. Hier. Du auch. Ich mag Ringe. Ja. Okay, finde ich gut. Ich mag das. Und du bist nicht unsportlich. Also, doch ab und zu. Wo hast du das? Hast du dann? Schulter. Ich merke es in der Schulter. Ah, das ist die brachiale Schulter. Die brachiale Schulter. Ja. Ich habe gemerkt, 2 Meter breit, 2 Meter groß. Doch, das ist auch schlimm. Super. Nicht, dass ich danach enttäuscht bin, ne? Jonas, dürfte sie deine Haare berühren? Ja, ja. Er wollte Nein sagen. Doch, ist schon okay, aber ich glaube, es ist eine enttäuschende Erfahrung. Aber okay, warte. Ich glaube, ich bin aber nicht so groß. Okay. Ja, ist auch gepflegt. Ich würd bei deinen Haaren anfangen. Am Anfang weil ich erstmal wissen will, wie groß du bist. Okay. 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 Ist das, wie nennt sich das? Ist das einfach ein Zopf oder ein Butt? Zopf, ja. Guck mal, ist auch fertig, Schwanz, oder? Jetzt sind noch ein paar mehr Haare. Darf ich deine Schultern auch einmal? Ja, oh, sorry. Fass meine Schultern an. Okay. Ist auf jeden Fall warm. Ja, die ist auch warm. Okay. Ist auf jeden Fall warm. Also ja, es war eine attraktive Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich fand's in Ordnung. Okay, es wird wieder spicy. Was bedeutet schlechter Sex für dich? Ich glaube, das ist super einfach zu sagen, weil das genau das Gegenteil von also so Verschlossenheit, also das Gegenteil quasi von offen sein, ist für mich schlechter Sex, weil also für mich muss jetzt niemand extrem erfahren sein oder so oder extrem, keine Ahnung, aber einfach so für Dinge offen sein finde ich schon super wichtig. Mhm. Genau, und ich, also jetzt, wenn man das ein bisschen auf so ein Männer-Frauen-Konstrukt bezieht, zumindest, kann ich auf jeden Fall auch aus Erfahrung sagen, dass es schon cool ist, wenn sich die Frau oder das Mädchen ein bisschen einbringt und es jetzt nicht nur der Seestern, der glaube ich schon. das wäre für mich guter Sex. Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Also ich glaube, wenn die Kommunikation einfach nicht stimmt, also wenn man merkt, das harmoniert einfach nicht, ich finde das ganz schlimm. Also es muss wirklich 100% passen, dass man sich wohlfühlt. Also wenn man irgendwie Tabus hat und sich nicht wohlfühlt und sich so denkt, so nee, weiß ich jetzt nicht zu 100%, dann ist es eigentlich immer schlecht und das kann man dann noch nicht mehr retten durch irgendwas. Also ich glaube, so würde ich das ganz gut beantworten wollen. Ja. Jonas, wenn du willst, kannst du gerne verraten, was du beruflich machst. Perfekt. Ja, also im Grunde sind das so verschiedene Bereiche eigentlich, aber im Kern, also vielleicht das Aufregendste ist, denke ich so, dass ich also Content Creator bin, so auf verschiedenen Social Media Plattformen. Content Creator ist auch ein gutes Wort. Content Creator ist nicht Influencer, ist nicht so ekelhaft für Influencer. Ja. Genau, und dann darüber hinaus habe ich vor ein paar Jahren mit einem guten Freund zusammen. Also ich finde, die passen zusammen. Safe. Die haben beide glatt rasierte Beine. Wenn du jetzt nur so unter Tisch guckst, okay, Dreddys, schließt mal alles andere aus. Wenn du nur so unter Tisch guckst, du könntest nicht sagen, von wem welche Beine sind, Amenistiki. Das ist hart. Wir haben mal gegründet und da sind wir quasi Kreativdirektoren. Das heißt, wir entwickeln Konzepte, schreiben an Drehbüchern und solche Sachen. Also ich bin gerne auch kreativ unterwegs, das macht mir super viel Spaß. Ich wollte gerade sagen, ziemlich vielseitig aufgestellt. Ich versuch. Du hast ja gar keine Zeit mehr. Ja, nee. Ja. Ist super, nur am Hasseln, 24/7. Ja, ein bisschen ist da zwischendurch schon Freiraum, es gibt schon Möglichkeiten. Aber ich kann, wenn niemand da ist, was soll ich machen? Dann arbeite ich halt nur einfach. Ja, na klar, macht Sinn. Ich arbeite tatsächlich gerade in einem Restaurant, aber ich fange jetzt in einem Monat an zu studieren. Und ich studiere im Oktober Fitnessökonomie. Ah,
Und was macht man, wenn man Fitnessökonomie fertig studiert hat? In welchem, wo, also was kann man machen? Das ist eine super Frage. Man kann halt Fitnesstrainer sein. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Mhm. Genau. Also ich finde es einfach cool, irgendwie Leuten so ein bisschen zu helfen und selber halt einfach mehr dazu zu lernen. Okay, okay. Rate mal, wie ich aussehe. Oh, okay. Schwierig. Die haben sich beide selber eine 8 von 10 gegeben. Ich bin in sowas auch ganz schlecht, in sowas ganz, ganz schlecht. Sowas wie Alter schätzen, finde ich, das kann man einfach nicht. Du bist auf jeden Fall groß. Alter schätzen kann man auf keinen Fall. Letztes Mal habe ich einen 60-Jährigen gesehen und ich habe den nach seinem Ausweis gefragt, weil der war bei mir Zigaretten holen. Du hast braune Haare? Ich muss nicht dazu sagen, oder? Nee. Okay, und blaue Augen? Du hast wahrscheinlich einen guten Style. Mehr kann ich, glaube ich, nicht sagen. Genau, ich glaube, also du bist, ich glaube, du hast dunkler. Ich glaube, du hast wirklich dunkler. Du, 3 Jahre Uni, damit ich Trainer werde und Schweiß von anderen rieche. Klare, ich glaube, du hast schwarze Haare sogar. Weißt du, warum ich das glaube? Weil ich, irgendwie ist Edda für mich ein Name von einer Person, die dunkler, es gibt keine Edda mit. Kennst du viele Eddas? Dass du das jetzt so sagen kannst. Oh mein Gott, mir das gerade erst klar. Was? Hey, wird das gerade erst klar? Ist es so dumm? Hä, wir kennen uns ja doch, ne? Hast du das schon am Anfang gecheckt? Ich weiß es oh nicht. Oh mein Gott, wie dumm. Ich kenne sie einfach. Ist ja so rare. Woher kennt ihr euch? Wir hatten so... Oh mein Gott, das... Das Lustige ist, wir waren schon mal auf einem Date. Also wir waren halt legend schon mal auf einem Date. Es ist so random gerade. Okay, das ist natürlich... Ist euch das schon mal passiert? Ich glaube nicht. Nein. Vor allem, es gibt einfach so... Weißt du, die Auswahl ist halt einfach riesig. Nur, ich meine es ja nur ganz kurz so, dass ich das Gefühl habe, dass ich dich kenne. Ja. Und krass, okay. Aber wirklich nur so eine ganz kurze Eingebung. Ich war auch so, okay, aber das kann jetzt nicht sein. Ihr dürft gleich zusammen bis 3 runterzählen und dann die Augenbinde abnehmen. Eins. Nee, also runter. Ist halt auch sorry. Ja, wie? Ich habe jetzt nichts verstanden, Cousin. Hatten die schon mal Schakalaka oder wie? Und wo kennen die sich? Okay, sorry, ja. Runter. Okay, nochmal? Okay. 3, 2, 1. Boah, das ist so hell. Das ist so hell. Ey, du, wow, du hast aber Tattoos. Dazu bekommen. Ja, ich habe ein paar Tattoos. Sind die echt? Die sind echt. Ja, auf jeden Fall, um das mal zu sagen. Kommen. Ja, ich bin so hell. Okay, okay, so hell. Warte. Ey, du, wow. Jetzt dürft ihr, aber ohne irgendwie gemein zu sein. Okay, von 1 bis 10, ihr dürft bewerten. Ohne irgendwie aber gemein zu werden oder sowas, ja? Ja, ich merke, die Mädels sind ein bisschen großzügiger als die Jungs. Okay. Oh, du hast aber Tattoos dazu bekommen. Ja, ich habe ein paar Tattoos. Sind die echt? Die sind echt. Ja, auf jeden Fall. Nein, das ist Fake, Bro. Henna-Tattoos. Um das mal zu sagen, also einfach so, wir haben es ja, aber das ist, es ist schon krass. Du hast ja wirklich, also damals, als wir uns getroffen haben, warst du schon sehr sportlich, weil du auch Fußball gespielt hast noch. Ja. Aber genau. Jetzt hast du, also du hast ja wirklich einen kranken Körper aufgebaut. Das wollte ich mal. Komm mal los. Mega nett von dir. Nochmal Kompliment loswerden. Ja. Wer das ist, also seid ihr theoretisch potenzielle Partner? Partner für den jeweils anderen? Jetzt kommt's. Ja, ich habe das ja eben schon gesagt. Manchmal, also ich kann es nicht genau sagen, aber manchmal vibet es eben bei so Dates mehr und weniger. Ich meine, ja, wir haben auch natürlich rumgemacht, also so ist es ja nicht, was soll man sagen. Aber gut, da wurde auch ein bisschen getrunken. Noch ein bisschen. Genau, nee. Ist auch eine gute Kombi. Ja, natürlich. Mega. Ich könnte nicht genau sagen, ob wir jetzt auf einer persönlichen Ebene so matchen würden, wenn wir uns wirklich ernsthaft daten würden. Ja. Aber ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, kann ja nicht über dich urteilen oder so. Nee, ich glaube, dafür kennen wir uns einfach noch ein bisschen zu wenig, um das sagen zu können. Ich glaube, man muss sich halt einfach intensiv kennenlernen. Also ich kann selbst nach 4 Dates noch nicht sagen, ob es ein potenzieller Partner wäre. Also ich finde es auch super schwierig, wenn man super... Ich schwöre, Rekan, du hast das 1:1 beschrieben, gell? Andi, danke schön für Stufe 1 im ersten Match. Schnell zusammenkommt. Also ich bin auch der Überzeugung, dass das nicht lange hält. Wollt ihr trotzdem eine Entscheidung treffen? Ja, nee, also ja, also können wir schon machen. Also, können wir schon machen. Also es fallen halt auch 2 Sachen einfach schon weg. Ja, eigentlich schon. Ja. Ja, deswegen.
Hä, das sind drei Karten, wenn du sagst, es fallen zwei Sachen weg. Ja. Bleibt eigentlich ja nur eine Sache übrig, oder? Ja. Ja. Es war so richtig weird, wenn man jetzt sowas kommt. Was ist das? Okay. Ja. Der hat noch kurz Hoffnung gehabt. Der hat sich gedacht, boah, vielleicht Kuss oder so, Digga. Der hat noch richtig Hoffnung gehabt. Aber wie? Der hatte gar keinen Bock auf die, ja? Wie gesagt, es ist halt nur deswegen, weil wir hatten das halt schon mal. Wir haben das alles schon durch, den Prozess, ein bisschen, wenn man das so will. Ja. Ja, also das Ding, das können wir nicht nehmen. Ja, weil wir sind ja schon, wir sind da ja schon connected und genau, das, also küssen beim ersten Date passieren. Geht eben das gar, geht nicht halt klar. Das haben die doch schon gemacht, oder? Geht gar nicht klar. Warum hätten die noch eine Karte gemacht? Gegenseitig Beine rasieren oder so? Plus, genau. Ja, das war jetzt das Einzige, was ich bleibe. Ja. Alles andere Spiel. Dann könnt ihr gerne die Hände schütteln. Okay, perfekt, Bro. Oh, ich würde sagen, war auf jeden Fall nice. Boah, Bro, krank. War ein perfektes Date. Ich finde es super. Cool. Ja. Jetzt einfach komplett in der Friendzone hier. Ja. So kann es auch laufen. Was, das passiert ja natürlich. Sehr sympathisch. Okay, Leute. Das Date ist vorbei. Aua, Digga. Walla aua. Walla aua. Es ist halt so fucking random, weil wir uns halt Real Talk vor zwei Jahren oder so einfach schon mal gedatet haben. Also das war schon sehr, sehr, sehr witzig und. So, es ist jetzt auf jeden Fall vorbei und ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall ein bisschen überrascht bin. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich auf eine Person treffe, die ich schon kenne. Trotzdem war es auf jeden Fall eine lustige Erfahrung und ich würde auf jeden Fall immer wieder mitmachen. Ja, genau, mir hat super viel Spaß gemacht und. Oh, genau. Ich höre, ich rieche nicht nach Toilette, es riecht wirklich gut, das kann ich nicht nachvollziehen, ne? Ja, das letzte Date war lustiger. Das Date war okay. Es war okay. War okay.